Hallo meine Lieben, es ist wieder soweit, es ist Sarah Time und heute nehme ich euch exklusiv mit auf ein Shooting und zwar brauche ich unbedingt neue Autogrammkarten und deswegen bin ich heute bei Teddy, eine gute Freundin von mir, mit der habe ich schon ganz, ganz viele Bilder gemacht, ich zeige hier gleich mal ein paar so, sind alle von ihr und wir fangen jetzt gleich an mit Make-up, weil das habe ich jetzt dringend nötig, ich bin nämlich gerade aufgestanden, weil ich gestern unterwegs war. So, Sarah wird wieder zugekleischert mit Make-up, es war ja 5 Stunden, glaube ich, ohne Make-up oder 6. Oh mein Gott. Aber meine Haut macht das ganz gut mit, gell? Hammer. Ja, Adelas schminkt mich damit. Da habe ich schon ganz, ganz viel gemacht. Schon viele Shootings auch hier und bei anderen Fotografen. Die macht das super. Von dem her tue ich jetzt versuchen, ein bisschen zu relaxen. Und da brauche ich mir eigentlich gar keine Sorgen machen. Locken sind drinnen. Adela ist fleißig. Und Make-up passt. Und was ziehen wir jetzt an, Teddy? Zeig mal her. Das ist ein richtig geiler Body. Mal schauen, ob die da reinpasst. Aber das ist doch ein schönes Outfit für Autogrammkarten. Muss ich bloß noch reinpassen und dann können wir loslegen. Ich habe reingepasst. Ich kann mich zwar fast nicht bewegen, aber wir haben es zugekriegt. Auf jeden Fall sieht es geil aus. Das ist echt ein Designerteil. Von wem ist das? Du weißt es doch. Nadine Kenderlein. Nadine Kenderlein. München, gell? Auf jeden Fall. Hey, auf jeden Fall sieht es geil aus. Und es könnte was werden. Ich muss die ganzen Perspektiven hier filmen. Schau mal, die Feinheiten und alles. Echt sehr schön. Und ich glaube, wenn wir da jetzt so ein bisschen runter oder sowas fotografieren, könnte das schon eine geile Autogrammkarte werden. Wir probieren es mal. Oh, hey, schaut mal meine geilen Socken an. Das ist immer das geilste am Set. Also, da denkt man, man hat so die mega High Heels an, aber so ist es nicht. So, jetzt habe ich in den Body reinpasst, aber irgendwie sieht der komisch aus, weil der so zu ist. Wir probieren jetzt nochmal was anderes. Wir haben den jetzt eigentlich relativ schnell wieder umgezogen. Vielleicht machen wir ja trotzdem ein Bild da draus. Jetzt habe ich ein schönes, langes Kleid an, wieder mit meinen pinken Socken. Das darf man ja gar nicht zeigen hier. Und ich denke, dass sowas, wenn es ein bisschen mehr frei ist, ist mehr sexy und ich glaube, da kriegt man bessere Karten. Schauen wir mal. So, kann man gleich ein bisschen was erkennen. Machen wir weiter ein bisschen. Das ist echt cool geworden. Sexy und doch irgendwie angezogen. Wenigstens sieht man meine Bubis nicht mehr wie sonst. Also da denke ich, ist auf jeden Fall eins dabei. Wir schießen jetzt noch ein paar und dann denke ich, haben wir die Bilder im Kasten. Und sind dann bald für euch soweit fertig. Teddy hat ja hier einen wundervollen Kleiderschrank mit allen Bildern ausgestattet. Ich habe mich da jetzt auch ein paar Mal gesehen. Ich glaube, ihr würdet mich gar nicht erkennen. Das zeige ich euch mal. Hier zum Beispiel bin ich. Du musst selber gucken. Hier bin ich. Hier, ohne Witz, ey. Das sehe ich noch ganz anders aus. Wo war es noch? Hier. Mit dunklen Haaren. Und hier. Oh, das ist auch ein mega geiles Bild. Ah, die hat schon drauf, ey. Hier, ich glaube auch noch irgendwo. Ja, hier bin ich drauf. Hier! Oh mein Gott. Freaky, 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 wie die Zeit vergeht. So, meine Lieben, wir sind jetzt fertig. Ich glaube, wir haben echt geile
Bilder geschossen. Perfekt. Anständig, also was heißt anständige Bilder? Trotzdem sexy, aber man sieht keine Nippel mehr und keinen Busen mehr. Damit Bisschen Po, kann sein, ja. Jetzt gucken wir, kommt drauf an, für was wir uns entscheiden. Auf jeden Fall gibt es neue geile Autogrammkarten von mir. Ich werde natürlich noch die Info dazu geben, wo man dann auch eine bekommen kann. Und wie sie letztendlich aussehen, zeige ich euch auch gleich. Teddy, ja, die macht nicht nur mit mir Bilder. Also ich mache seit 5 Jahren mache ich mit dir Bilder. Nee, schon länger. 8 Jahre, ich glaube schon. Ja. Wir haben damals angefangen bei ihr im Wohnzimmer mit den Baustellenlichtern und mit ganz normaler Anfangskamera, wo du da noch hattest, Ausstattung und alles, ja, gell? Ganz genau. Trotzdem haben wir geile Bilder gemacht. Wenn ihr auch so geile Bilder haben wollt, Teddy macht das nämlich mit euch auch. Also man muss ja nicht unbedingt ein Model sein, man kann ja auch so ganz schöne Fotos haben, vor allem jetzt für Weihnachten, ein richtig schönes Geschenk. Ich glaube, ich war damals 17, wo ich das erste Mal bei dir war und da war ich auch noch nicht bekannt oder irgendwie Model oder irgendwas. Und wir haben so geile Bilder gemacht, dass wenn ihr Bock habt, ich schreibe unten auch in die Infobox nochmal die Infos zu Teddy rein, die könnt ihr kontaktieren und einen Termin vereinbaren. Ich glaube, es gibt schon Shootings für 150 Euro dann. Ab 150 Euro, genau. Also wirklich ein geiler Preis. Und ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder sowas, dürft ihr mir auch die gerne drunter schreiben. Da ist auch die Homepage von Teddy drauf, also wo ihr auch Bilder von ihr angucken könnt. Und dann let's go, ja, es ist ja bald Weihnachten, ne? Dann wisst ihr schon, was ihr so vorhabt. Vielleicht was sexy für den Freund. Ja, wer weiß, aber ja, das kann man ganz gut machen. Naja, dann, wenn euch das Video gefallen hat, auch mal einen Einblick hinter die Kulissen zu bekommen, dann zeigt mir das mit einem Daumen nach oben und kommentiert meinen Vlog fleißig. Ihr dürft alles reinballern, was ihr wollt. Und ich versuche natürlich so gut wie möglich zu antworten. Und dann sehen wir uns bald wieder, wenn es wieder soweit ist. Sarah Time! Teddy, jetzt, wo ich das schon zusammenschneide, jetzt habe ich was gefunden, ey. Unsere ganzen alten Bilder habe ich gefunden. Schau, was ich alles gemacht habe. Das muss ich euch mal zeigen. Oh mein Gott. Das war, glaube ich, 2009 oder sowas, wo wir angefangen haben. So witzig, alte Bilder anzuschauen. Ich muss euch aber echt ein paar zeigen. Die sind auch schön gewesen. Oh, wenn man denkt, wie jung ich da angefangen habe. Oder hier... Jetzt kommen die Burner-Bilder. Schaut mal an, was ich damals schon für Bilder gemacht habe. Ja. Schaut mal meine Haare an. Ganz anders. Hier auch. Miau. Was haben wir noch Schönes? Oh, das war auch ein schönes Bild. Ich war echt jedes Jahr bei Teddy, öfter. Wir haben immer so viele Bilder gemacht, aber eigentlich nur für mich. Und dann habe ich das so für mich entdeckt und habe so viel gelernt und jetzt bin ich da, wo ich bin und jetzt haben wir die professionellen Bilder, die wir jetzt heute geschossen haben und die blende ich jetzt ein.